Hallo meine liebe Wellis und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich heute etwas bunter als sonst, denn es geht sich um Halloween. Alle machen so blutrünstige Videos, wo sie irgendwelche Narben zeigen und Wunden und ich bin einfach kein Fan davon. Also ich kann das auch, habe auch das ganze Zeug hier im Schrank stehen, aber nö. Ich mag sie lieber bunt und dachte mir, ich mache einfach was Buntes. Mit Lidschatten, das, was man eh schon zu Hause hat. Also ich habe bunten Lidschatten zu Hause. Also an all diejenigen, die jetzt keinen Bock haben, großartig einkaufen zu gehen und trotzdem so aussehen wollen zu Halloween, kein Problem. Ihr braucht nur bunten Lidschatten, schwarze Farbe, entweder von Eulenspiegel oder schwarze Wasserfarbe geht genauso. Damit könnt ihr das hier zaubern, den ganzen Look und vielleicht einen dunklen Lippenstift. Und das war's schon. Also wenn ihr wissen wollt, wie man zu diesem Look kommt, dann bleibt dran und viel Spaß beim Video. Ich fange an. Das erste Produkt, was ich nehme, ist von Joué Essential High Coverage Foundation, die ich mit meiner Born This Way Foundation mische, nämlich mit der dunkleren, weil die ist extrem hell, aber ich möchte ein ganz ebenmäßiges Gesicht haben und dafür brauche ich diese Foundation eben und mische mir das einfach mal auf meinem Handrücken jetzt an und verblende das. Ah, stopp, bevor ich das mache, das kann jetzt hier so schön drauf trocknen, das ist egal. Möchte ich gerne, dass meine Augenbrauen weg sind. Das ist bei mir sehr, 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 sehr schwer. Dazu nehme ich von Eulenspiegel eine Naturfarbe. Also alle Produkte, die ich jetzt hier zeige oder mit denen ich arbeite, kann sein, dass ich nicht alle erwähne. Dann findet ihr sie aber trotzdem unten in der Infobox. Damit fahre ich einmal durch meine Haare, indem ich das mit Wasser angemischt habe. Damit fahre ich einmal durch meine Augenbrauenhaare und kann dann gleich ein bisschen besser Foundation darüber legen. In der Hoffnung, dass meine Augenbrauen dann fast verschwunden sind. Und ihr könnt bei dem Make-up ruhig einen Rand lassen, weil das eh nachher bunt wird. Diese Augenbrauen, die sind so fett. Deswegen so eine Foundation, auf weil ich eigentlich fast wie einen Maskeneffekt haben möchte. Und diese Foundation nehme ich sehr selten, muss sie wenn mit anderen dünnen Foundations anmischen, aber heute soll es ja deckend sein. Auch in den Haaransatz einarbeiten und ja. Also ich mag die Foundation nicht so gern, weil sie setzt sich sofort in die Falten ab, sie trocknet mega schnell. Ist nicht so mein Favorite, aber naja. Sollte dafür reichen. Ihr seht, ich habe jetzt die restliche Foundation mit so einem Applikator abgekratzt und gehe nochmal durch die Haare von meinen Augenbrauen. Jo, ne? Albino. So, besser wird es mit meinen Augenbrauen leider nicht. Das lassen wir jetzt so. Ich habe das Ganze noch abgepudert. Und fange jetzt mit der Farbe an. Dazu nehme ich meine NYX Bright Vivid, oder Vivid Bright Palette. Ja, ihr braucht einfach bunte Farben. Es geht auch von Eulenspiegel, wenn ihr solche Farben habt, geht genauso. Ich nehme mal das hier, weil ich das eigentlich willkürlich eintupfen möchte. Ich habe jetzt hier verschiedene Pinsel. Ich mache die immer ein Stückchen nass und gehe dann in die Farbe rein. Und ich fange einfach an. In die Farbe rein und vollkommen ohne Verstand einfach in die Farbe rein. Und mit dem restlichen Wasser könnt ihr direkt auch schon euren Hals anmalen. Also immer, wenn ihr noch Wasser drin habt im Pinsel, geht ruhig weiter in die Farbe rein und macht an einer anderen Fläche einfach weiter. So, bevor ihr jetzt weiter punktet, so wie ich das gerade mache, contoure ich noch schnell mein Gesicht mit einem Konturpuder, ne? Damit ich das habe, weil das, wenn ich das nachher ziehe, wird das etwas schwieriger. Also mache ich das jetzt schnell und mache auch schon direkt ein bisschen Rouge drauf. So, und jetzt kann es lustig mit den Punkten weitergehen. Und ja, das dauert jetzt. Ich mache jetzt hier in Ruhe weiter.
Ich gehe eigentlich wirklich jede Farbe einfach querbeet durch und verteile das irgendwie lustig in meine Augen drumherum. Das wird es nachher cool, wenn der Schwarz dazu kommt. Und unechte Wimpern. Dann wirkt das erst. Einen Pinsel etwas mehr nass gemacht und dann also drüber gehen. Ich gehe jetzt einmal in Blau, mache noch blaue Spritze und nochmal gelbe und dann ist das Bunte schon eigentlich fertig. Als nächstes braucht ihr irgendetwas, womit ihr einen schwarzen Eyeliner ziehen könnt. Das, was euch passt. Und ja, macht einen fetten Ring oben. Da habt ihr schon den Anfang vom Schwarz. Ich klebe jetzt auch schon meine Wimpern an. Ich habe hier so ein paar längere, die werde ich jetzt einfach mal dafür nehmen. Ja, und wenn die dran sind, sehen wir uns beim nächsten Schritt. Meine Wimpern trocknen jetzt. Ich werde mal schnell einen schwarzen Kajal ziehen und das dann mit einem Pinsel ausblenden nach unten. Und nehme mir jetzt auch schon das Schwarz. Das ist ein Schwarz von Eulenspiegel. Damit färbe ich etwas den Pinsel an und blende das mal aus. So, der Rest kommt gleich. Ich, also vom Gesicht, ich muss noch meine Wimpern tuschen und noch einen Lippen machen. Ich werde jetzt erstmal hier einen schwarzen ranziehen und gucken, dass Farbe runterläuft. Dazu mache ich euch ein bisschen weiter weg, damit ihr seht, wie ich das meine. Und jetzt läuft das runter, weil ich habe viel Wasser genommen und das ist genau das, was ich möchte. Übrigens gibt es einen Tipp, es gibt so verschiedene Schwarze von Eulenspiegel. Einmal eins, was sehr deckend ist, ist das hier. Und eins, was leicht schimmert. Das Schimmernde ist natürlich nicht so gut. Also das Deckende hier ist viel besser dafür. Und das sieht dann total geshaped aus, das Gesicht. Ich finde es mega cool, weil der Rand einfach so schwarz ist. Jetzt tusche ich meine Wimpern und erst danach mache ich das Schwarz im unteren Augenkranz. Einige tuschen sich ja dabei nicht die Wimpern, wenn sie unechte Wimpern drauf haben. Ich schon, weil ich dann einfach so meine unechten mit meinen echten verbinde. Ich habe leider keinen richtigen schwarzen Lippenstift gefunden. Der war nicht so deckend, deswegen nehme ich hier von NYX Suede den In 01, irgendein Grau. Ich gehe da jetzt nochmal mit meinem Kajal nach. Ich würde jetzt gerne auch am Auge, dass es so ein bisschen hier runterläuft. Das mache ich jetzt. Ich rühre also wieder mein Schwarz an von Eulenspiegel, gehe einmal nach. Und hier lasse ich aber nicht richtig runterlaufen, sonst läuft es zu weit runter, das möchte ich nicht. Und jetzt mache ich die gleichen Spritzer, die ich in bunt gemacht habe, mit dem Schwarz. In der Hoffnung, dass das so geht, wie ich mir das vorstelle. Und ihr sagt euch, dass danach die Hände wahrscheinlich so aus wie kleine Schweinchen. Mir ist das jetzt noch ein bisschen dunkel, das Ganze. Jetzt kann ich einen Ticken heller. Nehmen wir mal so ein Tuch, weil ich möchte meinen Pinsel gerne sauber machen vom Schwarz. Und gehe jetzt in ein gelbes Pöttchen. Ich muss erstmal Farbe anrühren. Also letztendlich braucht man für diesen noch gar nicht viel, ne? So. Angerührt. Wieder auf den Pinsel und jetzt mal damit. Und jetzt suche ich mir eine weiße Farbe raus. Also ich hätte es gerne noch mit Weiß. Das ist bei mir ziemlich schwer, weil ich habe keinen richtigen Weißton mehr. Ich habe noch so Silber. Das ist so ein Stückchen Weiß, aber der ist relativ blau geworden. Okay, ist nicht ganz weiß, aber es wird funktionieren.
Meine Beauty Bunnies, das war's vom Tutorial von mir zu Halloween. Ja, es ist weder blutrünstig noch gefährlich geworden. Ich stehe halt auf bunt und bin jetzt wirklich gespannt, was ihr zum Video sagt, ob es euch gefällt, ob euch der Look gefällt. Wenn es ist, dann lasst mir auch einen Daumen oben da und gerne ein Abo hier unten. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, die Glocke zu abonnieren, denn ich werde jetzt immer eine Premiere machen. Das heißt, ihr könnt mit mir das Video zusammen anschauen und live mit mir chatten, na, wenn das nichts Tolles ist, ne? Also, bis zum nächsten Video und eine wunderschöne Woche. Bis dann und benimmt euch, ne, an Halloween. Das ist ja klar, ne? Tschüss. Jetzt muss ich erstmal duschen gehen. Uah. Warum hab ich davon einen Ohrwurm? Ist mir völlig unbekannt.